Hallo, heute habe ich ein Video für dich. Das heißt, einfach anfangen ohne Fehler. Wie geht das? Das erfährst du in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dich inspirieren möchte, einfach anzufangen mit dem, was dir so im Kopf rumschwirrt und dich nicht aufhalten zu lassen. Oft tun wir Dinge nicht, weil wir uns mit dem aufhalten, was alles dagegen spricht. Also wir wenden uns mit dem Blick auf die Dinge, die eventuell schief gehen könnten. So, ich bin noch nicht so weit, ich muss da noch besser werden, ich brauche bessere Technik, ich bin nicht so gut in der Rechtschreibung. Also das geht mir so, wenn ich Artikel schreibe. Aber ich habe irgendwann beschlossen, einfach anzufangen und möchte dich ermutigen, das auch zu tun. So, weil ich gemerkt habe, das ist eine Qualität, die mich schon sehr weit gebracht hat und ich immer wieder erlebe, wie Menschen nicht in die Tat kommen, weil sie Angst haben vor dem, was passieren könnte. Und den Blick auf das gerichtet, was sie nicht können. Ja? Aber lass dir gesagt sein, der Weg entsteht beim Gehen. Ja? Und es darf auch unperfekt sein. Ja, in der heutigen Zeit, ich weiß, es ist total wichtig, jemand zu sein, sich darzustellen. Und aus der Werbung, das sieht alles immer so perfekt aus. Und das ist aber nicht die Realität. Ja, schau dir mal irgendwie die Models an, wie die Klamotten präsentieren. Und dann geh mal in die Sauna, da siehst du die Realität. Ja, ohne, nicht Body Shop, ja, Photoshop oder sowas. Ne? Und ich glaube, dass wir durch diese perfektionierte Welt, durch das, was wir in den Medien wahrnehmen, wo immer alles so perfekt dargestellt wird, wo es kaum noch Ecken und Kanten gibt, ja, das ist nicht die reale Welt. Das ist fake, das ist gemacht, das ist nicht das, ja, das ist nicht der Alltag so. Also, wenn ich auf mein Leben schaue, dann ja, diese hyper-duper Super-Tage, davon gibt es wenige, aber so, dass mein Alltag schön ist, ja, da gibt's, das ist so die Normalität, so, ne? Und ist auch natürlich eine Sicht der Dinge. Aber ich glaube, dass viele Angst haben, einfach einen Schritt zu machen, weil wir beeinflusst sind durch das, was wir in der Außenwelt, in den Medien wahrnehmen, dass man irgendwie perfekt sein muss oder ne, erst jemand sein muss, um was machen zu können. So, ne? Und der Blick immer auf das gerichtet ist, was fehlt. Und ich möchte dir Mut machen, einfach anzufangen. Ich habe es schon gesagt. Und mein Glaubenssatz oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob es halt wegen dem Glaubenssatz ist oder einfach die aus der Erfahrung heraus, aber Mut wird belohnt. Das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben. Das ist das, was ich immer wieder merke. Wenn ich mich traue, etwas zu tun, dann kommt eine total positive Resonanz. Ja, also wenn ich die Dinge mache, die mir am Herzen liegen, wenn ich die nach draußen bringe, wenn ich die realisiere, das kann auch einfach nur für mich sein, dann geht es mir hinterher besser. Ja, mein Leben fühlt sich reicher an, ich fühle mich zufriedener, weil ich die Dinge gewagt habe. Und wenn dein Herz schlägt, wenn du Angst hast, ja, das heißt einfach, dass dir die Sache wichtig ist. Und es ist dann wichtig, sie umzusetzen. Du kannst auch schauen, wie musst du das kreieren, also was musst du für Umstände dir schaffen, damit du dich bei dem Schritt wohlfühlst, das zu tun. Ja, also ich hatte zum Beispiel, habe gemerkt, so ich möchte gerne an mehr Menschen herantreten und mich mehr trauen, nach draußen zu gehen. Und ich habe gemerkt, also so jetzt mit meiner Arbeit als Heilpraktikerin und habe gemerkt, ich brauche eine gute Webseite, die ich gerne präsentiere, um mich damit wohlzufühlen. Also habe ich das mir geschaffen, damit ich da leichter an die Menschen rantreten kann oder eine
Ja, also welche Umstände musst du dir schaffen, damit du dich traust, den Schritt zu machen? Und dass ich jetzt, es gibt ja auch dieses Video, ich verlinke das mal oben, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich mich überwinde und Videos mache, sichtbar werde, obwohl ich auch immer noch das Gefühl habe, es ist nicht perfekt. Ich weiß nicht, wie man Videos schneidet. Ich habe kein perfektes Licht, ich habe keine perfekten Geräte, aber ich mache es jetzt einfach. Und ich bin gespannt, wo ich da in einem Jahr mit bin, aber es ist halt ein Herzensanliegen von mir, einfach mehr Menschen zu erreichen, als ich das in meiner Praxis jeden Tag tun kann. Und deswegen mache ich diese Videos. Und dann habe ich ja am Anfang gesagt, einfach anfangen ohne Fehler. Und das ist einfach nochmal so eine Gedankendrehung in deinem Kopf. Ja, da bin ich eine große Freundin von, einfach Dinge neu zu sehen, neu zu betrachten. Und für mich heißt es zum Beispiel, es gibt keine Fehler. Du kannst keine Fehler machen, sondern das, was du machst, sind Erfahrungen. Und aus denen lernst du. Und von der Reflexion, von dem, was du gemacht hast, aus der Reflexion, kannst du dann den nächsten Schritt entscheiden und kannst sehen, wie es weitergeht. Ja, also es gibt einfach keine Fehler. Ja, stell dir vor, es gibt keine Fehler, sondern du machst einfach Erfahrungen, aus denen du was lernst und die du beim nächsten Mal anders machen kannst. Ein ganz wichtiger Hinweis für mich auch nach draußen zu treten, mich zu wagen, Dinge zu tun, war auch, dass mein Heilpraktiker mal zu mir gesagt hat, Kathi, wenn da irgendwas rauspladaust, was vielleicht für den anderen nicht so gut war, dann kannst du dich entschuldigen. Ja, also klar, manche Dinge sind nicht rückgängig zu machen, aber es sind alles Erfahrungen. Genau, und du kannst einfach schauen, welche Dinge möchtest du erfahren, wie möchtest du die Dinge sehen. Genau, also nimm den Mut zusammen und fang einfach an und leg los mit dem, was dir am Herzen liegt, weil die Welt braucht es, nur du kannst das umsetzen, nur du kannst es so machen, weil nur du die Kombination an Talenten hast, kein anderer Mensch hat die. Und deswegen wird alles, was du tust, einzigartig sein. Und deswegen ist es so wichtig, deine inneren Impulse nach draußen zu leben. Also, fang einfach an und mach Erfahrungen. Genau. Das war das kleine Video auch schon. Wenn du dazu einen Beitrag hast, dann schreib mir es gerne in die Kommentare. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal für weitere Videos für ein bewusstes, zufriedenes Leben. Und gib mir einen Daumen nach oben, damit ich weiß, ob dir das gefallen hat und ich mehr davon machen soll. Genau, also, ich wünsche dir eine gute Zeit und schreib auch gerne in die Kommentare, was du dich gewagt hast, wozu ich dich vielleicht inspirieren konnte. Also, Mut wird belohnt. Genau. Damit verabschiede ich mich. Tschüss.